Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Paket stehen. Das ist ein Überraschungspaket von der lieben Sandra von der Nagelfee 76. Kurze Info zu dem Paket. Ich hatte sie angeschrieben, da ich in ihren letzten Videos gesehen habe, sie hat zwei dieser tollen Tippkarte von Lavini und hatte sie gefragt, ob sie mir eventuell einen davon verkaufen würde. Und die liebe Sandra hat geschrieben, nein, macht sie nicht, sie schenkt ihn mir. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar darüber. Ja, und wer die Sandra kennt, weiß, da gibt es nicht nur den Tippkarte. Es kam also ein riesen Überraschungspaket und das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch auspacken. Ich habe auch ein Briefchen hier. Ich stelle das mal so beiseite, das lese ich euch vor. Hallo liebe Katrin, wie versprochen sende ich dir ein Überraschungspaket. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir und du hast viel Freude damit. Falls du ein Video machst, darfst du gerne vorlesen. Ganz liebe Grüße, Sandra, und ein Herzchen. Ja, liebe Sandra, das mache ich natürlich gerne. Und es ist, wie gesagt, nicht nur der Tippkarte drin, sondern hier eine Box. Ich gucke mal, ob ich euch rausholen kann. Jawohl. Da steht, bitte öffnen. Ich werde aber erstmal das Verpackungsmaterial entsorgen und euch mal zeigen, warum ich überhaupt die Sandra angeschrieben hatte. Es ging nämlich um diesen Tippkarton mit dem Auffangbehälter hier hinten. Da war mir aber einfaches Porto zu teuer, um nur wegen dem Tippkarton zu bestellen. Und deshalb war die Sandra so lieb und hat mir den geschickt, geschenkt. Danke, danke, danke. Nochmals. Und jetzt geht's weiter. So ein bisschen sehr gut verpackt. Sagen wir es mal so. Was finde ich hier? Ui, Pfeilen. Ich stelle einfach mal das Körbchen runter. Ich muss kurz Strom anbringen. Sonst will nämlich meine Cam nicht. Also die funktioniert schon ohne Strom, aber ja, dann hat sie mir hier Pfeilen geschickt. Dabei sind die Buffer-Pfeilen, die schön flexibel sind. Sehr, sehr schön. Die Buffer-Pfeilen sind mir die liebsten. Die Buffer-Blöcke, naja, mag ich nicht wirklich so. Aber ich habe sie und benutze sie natürlich auch. Und dann Zebra-Pfeilen in zweierlei Körnung, 100, 180 Grit. Auch mit denen arbeite ich sehr gern. Da hat sie mir gleich mal 2, 4, 6, 8 Stück geschickt. Liebe Sandra, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich mache wirklich sehr gern mit dieser Art von Pfeilen. Das heißt, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, aber das machst du ja immer. So. Und jetzt kommen wir mal zu dem Körbchen. Das finde ich ja herzallerliebst, so ein Körbchen. Da kann man immer schön Sachen aufbewahren. Da nehme ich euch wieder etwas raus. So. Bitte Körbchen öffnen, liebe Sandra. Das mache ich natürlich gern. Und schaut mal, das ist voll. Das ist voll mit Nailart und Gelen. Jetzt bin ich aber gespannt, was ist das? Aha, okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was das ist. Das sind Präsentationsständer. Die kann man biegen, dann kann man Ketten raufmachen oder auch Ringe. Da fällt mir bestimmt was dazu ein. Recht herzlichen Dank, liebe Sandra. Habe ich noch gar nicht gehabt, aber ich kenne sowas von meiner Mama. Die hat nämlich früher in einem Schmuckgeschäft gearbeitet. Weiter geht's. Wir machen mal hier die Gele. Und da hat sie mir rein ein Aufbaugel Rosé von Jolifine. Sehr gut zugemacht. Kann nichts rauslaufen. Moment. Halt in die richtige Richtung. Ja. So. Wow. Ein komplett zues Aufbaugel
aus der First Edition Studio Line von Jolifine. Sandra, du bist ja nur gleich mal verrückt, ne? Das weißt du. Ich habe ja bis jetzt nur mit dem Grundiergel gearbeitet. Ruhig, Handy. Mit dem Grundiergel gearbeitet und von Laveni die Gele. Aber aus der Studio Line First Edition habe ich noch gar nichts gehabt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was das ist. Dann ein French Weiß. Ja, French Weiß kann man immer gebrauchen. Bei der Sandra hatte das die Nummer 181. Weiß ist immer gut. Ja, oh, das ist, ach, schaut mal. Das ist kein reines Weiß. Das hat so ein bisschen einen samtigen Effekt. Das sieht ja mal sehr, sehr interessant aus. Also, ich sag mal so, das ist so ein perliger Effekt. Und wenn, je nachdem, ich sehe es gerade in der Kamera, schimmert das so ein bisschen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Das freut mich sehr. So was habe ich noch nicht. Also in der Form jetzt. Ich habe zwar in French Weiß Snow White von Aretini. Das hat auch einen Perleffekt, aber einen hellen Perleffekt. Und der ist sehr intensiv. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Halt. Moment, ich muss nur meine Dingelchen ablegen. Was kommt als nächstes? Als nächstes hat sie mir geschickt Purple Shine UV Perlmutt Gel von Belisa. Mhm. Belisa Nail Style. Da habe ich bis jetzt eine Probiergröße von einem Gel, aber kein Farbgel, sondern ein Arbeitsgel. Ja, gucken wir mal. Na, oh! Guckt euch mal diesen Hammergoldglanz an. Der ist ja Wahnsinn. Sandra, der ist ja verrückt. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich mag Gele mit solchen Effekten. Also da hast du mich wirklich gerade richtig erwischt. Da freue ich mich wirklich echt sehr darüber. Recht, recht herzlichen Dank. Du bist ein Engel. Wirklich wahr. Also, ich freue mich immer sehr, wenn ich Abonnentenpost bzw. Überraschungspäckchen kriege. Ich forciere das ja auch nicht, ihr wisst ja. Aber es ist jedes Mal aufs Neue für mich was Besonderes. Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin, sondern es ist und bleibt was Besonderes. Und ich freue mich auch immer, immer wieder. Ach, Sandra, das ist ein, ja, hast mir eine Riesenfreude gemacht. Von Nail Express, das Base Gel Maskurf. Das ist natürlich keine Probiergröße, ne? Das sind 15 Milliliter. Und ich habe von Nail Express ein Modellagegel, das Amsterdam. Ich bin zufrieden damit, aber das wird unheimlich heiß. Und hier ist ein... Wow, das ist noch fast voll, Leute. Guckt euch das an. Echt, der Hammer. Sandra, du bist irre. Danke, danke, danke. Ja, das war's aber noch nicht, liebe Leute. Wir machen weiter, nämlich mit diesem kleinen Schätzchen hier. So klein ist das Tütchen gar nicht. Und ich bin ganz gespannt, was da zum Vorschein kommt. Ich kipp das einfach alles mal aus. Pinzetten. Kann man auch nicht genug haben. Einmal so eine abgewinkelte. Damit kann man sicherlich schön Steinchen und Nailart einlegen. Eine... Aha. Auch eine schöne flach vorne. Weiß noch nicht, was ich damit jetzt machen kann, aber sie sieht interessant jedenfalls aus.
Dann haben wir Aufkleberchen. Blümchen in schwarz-weiß. Gold, bunte Blümchen. Sternchen, Nailart. Eine Hibiskusblume. Dann die French-Schablonen. Ebenfalls wieder Blümchen und Sternchen. Ja. Ein Schneemann. Oh, kleine Shapes. Ja. Interessant, die hatte ich so noch gar nicht. Niedliche Blumen, tana-design.de, kenne ich nicht. Ja, solche Aufkleber sind immer gut. Hier für Weihnachten wieder, und Weihnachten kommt ganz gewiss jedes Jahr. Außer die Welt geht unter, dann ist es vorbei. Nein, ich mache jetzt keine Verschwörungstheorien. Das sind schöne Röschen. Wunderschöne Schnörkelchen. In einem Goldglitzer. Ebenfalls wieder noch nicht gesehen. Aufkleber. Dann haben wir hier für den Frühling und natürlich Schnörkel. Und da ich ja Schnörkel nicht malen kann, sind die besonders gut. Dann Wraps. Selbstklebend. In einem sehr interessanten Muster. Ich bin kein Karo-Freak, aber man weiß ja nicht, wofür man es immer braucht, ne? So. Das ist natürlich sehr schön. Frühling, Herbst und Winter. Passt wie die Faust aufs Auge. Was haben wir hier? Von Stickerkunst, ja. Die Firma ist gleich bei mir um die Ecke. Die haben wir in Blau schon mal. Jetzt auch in Lila. Wieder Hibiskusblumen. Dann haben wir wieder diese selbstklebenden auf der Tattoofolie. Schönes Sommermotiv. Auch sehr schön, lässt sich garantiert gut für Schmuck und sowas verwenden oder mal als, ja, mal sehen, was wir damit machen. Dann hier wieder für den Winter. Sternchen, ja, Sternchen dürfen nicht fehlen, das ist klar. Nochmal Winter. So, was hat sie noch eingepackt? Nagelaufkleber mit weißen Blümchen. Dann hier mit Permutblümchen und pinken, violetten Stempeln innen drin. Nochmal Frühling. Die schönen Pusteblumen, die Sternchen und sehr, sehr interessant Kreise. Retro-Muster, sagen wir es mal so. Meine Eltern hatten mal so eine Tapete. Ja, kann ich mich noch dunkel erinnern. Die Blümchen sind auch sehr schön. Dann haben wir hier noch, Moment, Nagelschmuck mit Tropfen, Steinchen, Herzeln. Und hier mit, na, machen wir auf. Das muss ganz genau sehen. Nicht wundern über die Hintergrundgeräusche. Mein Nachbar macht mal wieder sein Auto warm. Und das unter meinem Fenster, dass es gleich schön nach Abgasen stinkt. Unverständlich sowas. Kann man ja machen, aber muss man das vor Fenstern machen, wo Leute wohnen? Nein, muss man nicht. Ja, jetzt habe ich aber die Fackeln weggeholt. Wird eh mit einsortiert, von daher kann das runter. So kann ich das euch nämlich besser zeigen. Ja, auch wieder Tropfen und Sternchen hier unten. Wunderschöne Motive, liebe Sandra, hast du dir da ausgesucht für mich. So, das packe ich jetzt gleich mal in eine Tütchen. Damit man das ja nicht verloren geht, weil einsortieren tue ich sie erst später.
wenn meine neuen Hüllen kommen. So. Und ja, ich packe mal hier Folien. Für Foliengele bzw. Folienkleber. So, was haben wir hier? Wunderschöne silberholographische Muster. Dann ebenfalls nochmal silberholographisch mit ganz, ganz kleinem Muster. Das gleiche in Gold. Und dann haben wir Farbverlauf. Auch sehr, sehr schön. Kann man immer mal so ein bisschen Akzente setzen. Kann man also immer verwenden. Danke vielmals, liebe Sandra. Es freut mich immer wieder sehr, auch mit dir zu schreiben. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ja, was packen wir denn noch aus? Oh, hier kommen wir noch mehr. Oh, was kommt denn hier alles zum Vorschein? So. Da ist noch was. So, das zeige ich euch dann. Hier haben wir auch noch mal Folien, und zwar einmal Silber und einmal Gold. Dann Lila. Ein sehr schönes dunkles Lila. Ein Silber. Und ein Grün. Und dann Glitzer. Glitzer ist immer gut. Silber, holographisch in, ja, Stripesform. Dann Grün und ein feines Goldpuder. Das ist immer gut. Kann man ja nicht nur zum Nageln verwenden, sondern auch um andere Sachen zu verschönern. Weiter geht's mit einem Nagelöl Ananas von, ich nehme mal an, Jolifine. Kann es leider gerade nicht lesen. Nee, das ist nicht Jolifine. Ist auch wurscht, auf alle Fälle ist es ein Ananasduft. Sehr, sehr gut verpackt. Da kann wirklich nichts kaputt gehen und auch nichts auslaufen. So, bin ich mal gespannt. Oh ja, das riecht wirklich sehr gut. Nicht so künstlich nach Ananas, das hat schon... Ach, von SNC, jawohl. Hat schon einen sehr schönen Duft. Weiter mit einem Fräschen-Nagelöl. Fräschen ist die Lieblingsblume meiner Mama. Und sie hat schon immer, auch von ihrer Mama früher zu ihrem Geburtstag, die ersten Blumen, die sie bekommen hat, da waren immer Fräschen dabei. Und das führe ich weiter. Meine Mama hat ja jetzt bald im März Geburtstag. Und da gibt es wieder einen Strauß mit irgendwo Fräschen drin. Wir haben auch einen sehr dezenten Duft. Ja. Das ist von Cosi. Und vor allen Dingen die Menge, ne? Das sind 15 Milliliter. Ebenfalls hier. Da kann ich meine Nagelhaut einölen bis zum Ende. So, und dann ist hier noch ein Nagelhärter mit Calcium
von Bär. Also von mir nicht, ne? Der wird anders geschrieben. Von Bär Beauty Concept. Nagelhärter Lack. Bleu mit Calcium. Ja, er schimmert so leicht bläulich, das ist richtig. Ist auch nicht schlecht, da ja meine Nägel sehr, sehr weich sind, ist so ein Nagelhärter nicht verkehrt. Liebe Sandra, da hast du wirklich was Tolles für mich ausgesucht. Und das letzte. Ja, also das Körbchen kriegt bei mir auch einen Platz, wo ich viele verschiedene Sachen schon reintun kann. Da danke ich dir erstmal. Und jetzt kommen wir zu der Box. Ich habe ja schon zwei von dir. Eine blaue, eine grüne. Und jetzt noch so eine. Das ist ja eigentlich für Visitenkarten. Und ich habe mir angewöhnt, da meine Aufkleber, Sticker, Wraps und so weiter einzusortieren. Also liebe Sandra, du weißt, womit du mir eine Freude machen kannst, weil meine zwei Boxen sind voll. Ich will ja jetzt umsortieren, aber ich habe ja auch saisonale Sticker und so und die kommen dann in solche Boxen rein. Liebe Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Paket. Freue mich sehr, dass wir uns so kennengelernt haben. Nicht nur, weil du mir Sachen schickst, nein, auch so, weil man mit dir gut schreiben kann und ja. Ich zeige euch aber nachher nochmal ein Endfoto. Hier mache ich euch erst nochmal das Teil, worum es mir hauptsächlich ging. Und ihr wisst, die sind teuer. Also, ne? Die sind ja jetzt nicht hier Larifari und so weiter und so fort. Nee, nee. Die kosten schon ein Stänkchen Geld. Das war Hauptgrund des Päckchens. Rausgekommen ist dann ein halb voller, fast voller Tisch mit Gele, Nagelsticker und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr drüber und sage nochmal recht herzlichen Dank, liebe Sandra. Ich lade euch das Video jetzt gleich hoch, weil zu bearbeiten gibt es da nichts. So als kleines Extra am Sonntag. Ja, meine Lieben, das war's zu diesem Überraschungsvideo von der lieben Sandra. Kanal wie immer unten. In der Infobox. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Tschüss.